Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ist so das echte Leben gewesen? Es könnte X8 gewesen sein, oder? Guten Morgen, YouTube. Willkommen zu einem neuen Part. Und das, was ihr gerade eben gesehen habt, war das so tolle Intro, was ich euch versprochen habe. Wie man sieht, nichts Besonderes, so wie ich es auch gesagt habe. Einfach ein Intro, damit ein Intro da ist. Oh Bruder, was ist denn hier los? Warum wollen alle auf den Ring drauf? Was machen wir denn heute Besonderes? Mal schauen, was auf uns zukommt. Ich bin jetzt schon ungefähr eine Stunde unterwegs, also es ist 20 nach 3. Ich habe die Uhrzeit diesmal, kann ich sie euch nicht bestätigen, außer auf dem Handy, aber wir nehmen ja das Handy nicht in die Hand, während wir ein Kraftfahrzeug bewegen. Deswegen müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass es 20 oder 23 nach ist. Bruder, 1,5 Meter und nicht 5. Komplett lost. Immer bedanken. Ansonsten kriegt man auf die Fresse. Oh, Post ist ja auch. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, jetzt ein Paket abzuholen oder abzugeben, Digga. Was ist denn so für Stau? Die liebe Angie hat heute ein Gespräch geführt um 11:30. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber kurz zusammengefasst gibt es wohl endliche Lockerung. Wir fahren in meinen Videos auch immer nur die gleiche Straße, fällt mir gerade auf. Das liegt aber daran, dass einfach dort am meisten passiert. Ich könnte natürlich jetzt da reinbiegen, aber da ist gar nichts los. Maske aufziehen, Maske aufziehen, Maske aufziehen, Kollege. Die hat einfach keine Maske. Das juckt sie nicht, Digga. Okay, der hat einen Schal, der benutzt ihn halt einfach nicht. Isa, full! Bruder, müsst ihr nicht arbeiten? Heute ist Mittwoch. Okay, Bess, müsst ihr nicht arbeiten, aber Hauptsache ich arbeite seit gefühlt 2 Monaten nicht. Was ist denn hier los in der Stadt aktuell, Mann? Warum sind so viele Leute hier? Ich bin so ungewohnt. In der Corona-Zeit, ich bin gewohnt, dass gar nichts ist, dass man einfach durchballern kann, aber jetzt muss ich mir im Stau stehen. Mal schauen, wie viel auf dem Stachus los ist an all die das letzte Video gesehen haben. Es war zwar nichts los, aber es war immer noch mehr als in den letzten 2 Monaten. Und langsam sieht's voll aus, Digga. Also langsam kann man zur Normalität fast schon zurückkehren, Digga. What the fuck, seit wann gibt's ein ML als Taxi? Junge, Stachus voll! Der ML hat mich voll abgelenkt, aber Stachus ist ja... Bruder, es freut mich gerade brutal, dass das normale Leben weitergehen kann, Mann. Ich bin gerade so rumgesprungen auf dem Bike, hinter mir ist noch ein Motorradfahrer. Der denkt sich auch, der ist hier komplett lost, Digga. Ist das geil? Ist das geil? Langsam aber sicher beginnt das normale Leben wieder. Ist so das echte Leben gewesen? Oh mein Gott, der Stau ist wieder da. Wir sind in der Normalität angekommen, wenn hier der Stau wieder da ist. Oh, die Menschen sind wieder da. Bruder, ich küsse sogar die Fahrradfahrer gerade. Ich bin einfach nur glücklich, dass das Leben weitergehen kann, Mann. Ich küsse eure Augen. Jedes Auge von euch küsse ich. Auch wenn ich euch über alles hasse für das, was ihr im Straßenverkehr macht. Aber heute ist ein guter Tag. Einfach ein fetter Ghost. Ich wollte es gerade sagen, Kalle, ne? Aber es ist ein Ghost. Oder Phantom? Fuck, war das... Ich glaube, der Phantom ist der Fette, nicht der Ghost. Okay, also die Maximilianstraße hält sich noch zurück ein bisschen. Ist einfach ein schönes Bild. Einfach schön. Einfach wunderschön, Digga. Das normale Leben kann so schön sein. Was ein schönes Bild. Man sollte vielleicht nur jetzt die Leopold auch wieder zweispurig machen auf der anderen Seite dort, weil ansonsten wird es nicht mehr schön. Und jetzt sehe ich gerade einen Erlkönig. Leck mich doch am Arsch, Digga. Das könnte X8 gewesen sein, oder? So, der Akku neigt sich jetzt auch langsam dem Ende. Das heißt, wir müssen Tschüss sagen. Ne? Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Vor allem jetzt, wo es langsam wieder in die Normalität zurückkommt. Geht raus, macht normale Sachen. Das, was man halt so draußen macht, ich habe keine Ahnung. Ich fahre nur Motorrad. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Yalla, gib ihm! Danke, dass du mein Outro verkackst! Yalla, Jungs.